So, moin moin und damit willkommen zurück und zwar zu einem, ja, das Unboxing hatten wir letztes Mal, dieses Mal bauen wir tatsächlich auf bzw. um und fangen so unsere allerersten Schritte an. Das mag jetzt für die Alteingesessenen unter euch ja nicht wirklich spannend sein, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, ein kompletter Noob bin, komplett neu in diesem Thema, in diesem Hobby, habe ich das einfach mal mit aufgenommen, da ich vermute, dass auch viele von euch sowas noch nicht gesehen haben. Gerade bei den Orkenspaltern gibt es ja auch dann das Malvideo, diese Anmalstreams oder auch bei dann anderen Freunden von mir, anderen Streamern. Wer dann auch Deist kennt, die Tabletop-Show, auch da wird dann ja viel ja um dieses Anmalen dann gehen, um Tipps und Tricks. Die kann ich an dieser Stelle noch nicht geben, einfach weil ich keine Ahnung habe, wie das alles funktioniert. Aber ja, wir fangen hier von ganz vorne an und zwar geht es los mit den Schablonen, die wir dann hier ausschnipseln müssen. Beziehungsweise dann diese Gussrahmen dann entfernen. Dafür haben wir diesen Seitenknipser bekommen. Und ja, was ich jetzt hier mache, nach und nach, dass ich die ganzen Sachen rausschneide. Das Blaue sind dann die Ultramarines, beziehungsweise die Primaris. Ich werde hier ja, das habe ich schon gesagt, nicht in Blau anmalen, weil ich kein großer Fan von den Ultramarines Primaris bin, sondern wie ich das eben auch bei der Figur hier ganz vorne gemacht habe, das ist ja die, die aus dem Laden kommt. Das war so ein Caliban Grün, was ich da genommen habe. Werde ich die dann ja einfach mal so ein bisschen in verschiedenen Farben anmalen. Ich habe mich da im Vorfeld dann so für die Salamanders entschieden und dann von Vallejo habe ich mir dann Farben bestellt und zwar dann ja so ein Moosgrün oder Goblin Green, wie es dann genannt wird. Und das werdet ihr dann später wohl auch noch sehen. Aber ja, wir sind dann nach und nach im Schnellvorlauf. Ich glaube, das ist jetzt Geschwindigkeit mal 8. Alles 8 mal so schnell. Habe ich die jetzt allesamt ausgeschnitten und jetzt geht es darum, dass wir die auch zusammenkleben. Dazu gibt es eine Anleitung. Wie gesagt, alte Hasen werden mich jetzt hier auslachen, dass ich sowas brauche. Ich fand das allerdings dann auch schon mal ja, ganz nett, dass dann diese Anleitung dabei ist. Musste man mir ja erstmal diese Teile dann so zusammenlegen, wie die zusammenpassen, denn ich habe auch festgestellt, ich kann nicht unbedingt jeden Arm zu jedem Arm packen. Das geht nicht. Jeden Kopf zu jedem Kopf. Da kann ich ein bisschen durchtauschen, aber auch später vor allem dann bei den, bei der Death Guard, bei den Nörglings geht das nicht. Ja, das, was jetzt folgt, ist das Ansprühen bzw. das Grundieren dieser kleinen Miniaturen. Das, was ihr jetzt hier seht, das sind natürlich nicht die Games Workshop-Figuren, sondern die beiden Würfeltürme bzw. dieser Dice Tower von Cthulhu, den ich von Skarsakul bekommen habe. Auch die dürften jetzt einmal grundiert werden, damit ich sie im weiteren Verlauf auch noch anmale und dann sehr schön schleimig grün dann mache. Genau, das ist jetzt nur noch die doppelte Geschwindigkeit, nicht mehr mal 8, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach dann zu viel rede und wir uns dann nebenbei noch so ein bisschen das Sprühen angucken können. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Ich habe mich da im Vorfeld schon informiert, damit dann die Figuren, beziehungsweise damit dann auch die Farbe auf den Figuren hält, wenn ich die dann später anmale. Da kann man noch ein bisschen sehen, ein bisschen Rot ist noch übrig geblieben, überall kommt das nicht ganz hin. Aber ja, nach und nach werden dann aus dem Blau wird dann erstmal eine komplett schwarze Figur. Warum das vielleicht nicht immer ganz gut ist, schauen wir uns nochmal an. Da kann man noch einige Stellen erkennen, wo ich dann nochmal nachsprühen musste. Da ist es dann noch ein bisschen diese Schleimgrün gewesen, so wie die Plastikfiguren im Vorfeld waren. Ja. Ja, nachdem die ganzen Sachen getrocknet sind, geht es dann an das Anmalen. Da habe ich dann, wie gesagt, die Vallejo-Farben genommen und da mit Moosgrün mal verziert. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Gelb versuche und das wird überhaupt nicht klappen. Die Figuren sehen relativ schlecht aus. Wie die dann am Ende aussehen, okay, ihr könnt hier dann schon einmal eine kleine Vision erkennen. Die konnte ich auch nicht mehr wirklich retten. Aber ja, wie gesagt, wie es dann damit weitergeht mit meinen Figuren, das seht ihr dann höchstwahrscheinlich im nächsten Video. Ich würde an dieser Stelle schon mal dieses kleine Update dann beenden und ja, wir sehen uns im nächsten Video weiter. Ich habe natürlich noch mehr gemacht. Bis dann, ciao.